EA Productions. EA Productions liest aus dem fünften Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, die Hausehre. In der bischöflichen Stadt Basel lebte um das Jahr 1520 ein junger Bürger namens Johann Wipper, seines Handwerks ein Schneider. Der fand viel Unlust an seinem Gewerbe und wäre wohl mit in den Krieg gezogen, wenn es darin mehr Sicherheit für Kopf und Leben gegeben hätte. Am liebsten wäre er ein reicher und vornehmer Herr gewesen, um die Hände in den Schoß legen und eines fröhlichen Treibens ohne Mühe und Arbeit genießen zu können. Eines Tages, als eben ein festlicher Zug des Herrn Bischofs mit Pauken und Zimbeln durch die Straße ging, da überfiel den Meister Wipper der Unmut dergestalt, dass er flugs Nadel und Schere von sich tat und dabei also ausrief: »Welch ein elender Mensch ich bin!« Indes die Tiere im Wald und die Vögel in der Luft sich gemächlich an dem schönen Himmelsblau da draußen ergötzen und die Erzbischöfe mit ihresgleichen Galerinnen herumkutschen und sich auf tausendfältige Weise erlustieren, muß ich in solcher räuchrigen Klause sitzen und schwitzen und am Kummertuche nagen. Alles, bis auf das Hochzeitskleid, das hier fertig werden soll, mahnet mich an die glücklichen Tage der anderen und an mein erbärmliches Schicksal. Ade, Hochzeitskleid, ich mag nichts weiter mit dir zu schaffen haben.« Hiermit legte er denn die Arbeit völlig beiseite und geriet obendrein auf den Gedanken ans Heiraten, der ihm je zuweilen den Kopf ebenfalls warm machte. Denn er war noch ein Junggeselle, der aber viel Neigung zum heiligen Ehestande in sich verspürte. Er war sogar einmal schon recht nahe daran gewesen. Wie er nämlich noch als Geselle lebte, verplemperte er sich mit Hätchen, der Tochter des Meisters, bei dem er arbeitete. Hätchen war auch wirklich ein hübsches, rühriges Kind, dazu nicht ganz bloß, denn ihre Eltern hatten ein Häuschen mit einem Garten und wohl noch ein zweites in ihrem Geldkasten liegen. Allein weil Hätchen Wippern zu Zeiten seinen Müßiggang und Hang zur Unordnung vorrückte, so dachte er eines Tages: »Wahrlich, die Dirne zur Frau zu nehmen, das hieße sich eine Rute für zeitlebens aufbinden.« Und da brach er denn, ohne allen weiteren Vorwand, mit dem armen Hätchen, das sich die Sache recht zu Gemüte zog. »Oho«, dachte er jetzt, »es gibt noch andere und reichere Mädchen in Basel als Hedwig ist. Ich darf mir nur die Mühe nehmen, auf eine auszugehen.« Er schalt sich nun selber, dass er es nicht früher getan hatte, da ihm wohl bekannt war, wie schon mancher faule Zeisig durch eine reiche Heirat zu Ruhe und Wohlstand gekommen. Er putzte sich auch auf der Stelle dazu so viel wie möglich heraus und ging in der Stadt umher, was ihm schon allein viel besser als das anhaltende Sitzen behagen wollte. Meister Johann klopfte bei mehreren ehrsamen Bürgern an, deren Töchter gute Mitgiften zu hoffen hatten. Allein einige davon waren schon mit Liebsten versehen. Andere hatten von seiner Geschichte mit Hätchen gehört. Andere wollten mit ihren Gedanken höher als bis zur Schneiderwerkstatt hinaus. Und noch andere war etwas von dem unfleißigen Temperamente des Freiers zu Ohren gekommen. Denn wenn auch die jungen Töchter das über dem schmucken Ansehen des Meisters vergaßen, so wußten doch gemeiniglich die alten Väter ihrem Gedächtnisse darinnen nachzuhelfen, und so ging es zu, dass Johann Wipper überall mit einer langen Nase abziehen mußte. »Ei«, dachte er da, »muß es denn gerade eine Stadtdirne sein? Das Land hat wohl kernhaftere Hauswirtinnen als jene sind, und wem der Spiegel so freundlich tut als mir, der braucht wegen einer Handvoll Körbe noch nicht ins Wasser zu springen.« Aber gar bald war er in den benachbarten Dörfern auch so weit gekommen wie in der Stadt. Überall hatte er angefragt, wo Mädchen mit harten Talern wohnten. Die Ursachen, die ihm in der Stadt die Körbe zugezogen hatten, galten auch auf dem Lande, und überdies mochten die hiesigen, roten und stammhaftigen Dirnen den schlanken Schneidermeister für ihre Umstände zu blass und zerbrechlich finden. Er kam daher einmal abends gar wild und übel aufgeräumt in sein Dachstübchen zurück. Die letzte Zeit über hatte er, im Vertrauen auf eine baldige reiche Heirat, das Arbeiten für Überfluss gehalten und deshalb seine ganze Kundschaft eingebüßt. Da stand der Schneidertisch, der ihm sonst wenigstens die Notdurft geliefert hatte, und nichts darauf als papierene Maße, die ihn höhnisch zu fragen schienen, was er nun mit ihnen und mit sich selber anzufangen gedenke. »Doch wohl endlich wieder eine Bestellung«, brummte er, als er zuletzt einen Brief auf dem Tische entdeckte.
Aber der Brief war von seinem Hauswirte, der ihn darin sehr unfein um den schuldigen Mietzins mahnte, und den folgenden Morgen mit dem frühesten Dasein und das Geld in Empfang nehmen, wo nicht den saumseligen Zahler aus dem Hause werfen und das schlechte Gerät nebst Werktisch zurückbehalten wollte. Auch hatte er hinzugefügt, was helfe mir alle Nachsicht bei einem liederlichen Wirte, der statt seinem Gewerbe obzuliegen, den ganzen Tag in der Irre herumläuft und am Ende wohl gar noch als Dieb oder Mörder nebst seinem bisschen Habe eingezogen wird. Denn ein Handwerk hat goldenen Boden, aber Müßiggang ist aller Laster Anfang. Meister Wippe war darüber so aufgebracht, dass er den Brief sogleich mit den Zähnen zerriss und schon seine Schere zur Hand nahm, um zu sehen, ob es wohlgetan sei, an ihr zu sterben. Allein, das kam ihm fast noch schwerer vor, als von ihr zu leben, da er schon kein fremdes Blut sehen konnte, geschweige sein eigenes. Ein Seil, das aus einem Winkel hervorlugte, würde ihm solchen Anblick erspart haben. Doch dachte er dabei an die Halsschmerzen, welche es verursachen möchte, und verwarf auch diesen Ausweg. Endlich fiel ihm noch eine Hoffnung ein. Es war die auf Entdeckung eines Schatzes. »Der ernste Wille, sagt man, soll ja so viel als alles können«, rief er aus, »und ich habe wahrlich den allerernstesten Willen, einen Schatz baldmöglichst aufzufinden.« Und zwar wendete ihm sein Gedächtnis ein, dass er die reiche Heirat gleichfalls sehr ernstlich gewollt habe. Indessen, wo nichts zu verlieren ist, da ist auch nichts zu wagen, und weil seine betrübte Lage und der Gedanke an den Gast, der sich so ungestüm für den folgenden Morgen ankündigte, ihm nicht einmal auf einen leidlichen Schlaf Aussicht gaben, so nahm er seinen Wanderstab wieder zur Hand und verließ abermals Haus und Stadt. Im freien Felde fiel ihm zuerst ein, dass er auch gar reine Mutmaßung habe, wo eigentlich der Schatz, auf den er so blindlings losgehe, zu finden sei. Zwar hatte er gehört, dass dergleichen gemeiniglich unter solcher Erde liege, die weder Tau noch Regen treffen könne. Und doch gesetzt, dass er nun auch ein solches Stück Boden fand, nachdem er überall vergebens umhersah, womit den Schatz heben, da er nicht einmal einen Grabscheit bei sich hatte, überdies, wie ihm nun erst in die Gedanken kam, dazu gewisse besondere Gebräuche gehörten, die ihm gänzlich unbekannt waren. Jetzt fiel es ihm wie ein Mühlstein aufs Herz, dass er wieder einmal etwas ohne Überlegung angefangen habe, und da er eben den Rheinstrom dicht neben sich sah, so würde er unfehlbar hineingesprungen sein, wenn er nicht gedacht hätte, dass es ein erstaunlicher Unterschied wäre, Rheinlachse zu essen oder sich von ihnen wohl gar essen zu lassen. Die Furcht vor letzterem Ereignisse kam ihm aber gerade zur rechten Zeit, denn wie er jetzt in die Höhe blickte, so stand plötzlich ein Berg neben ihm. Der Berg hatte auch einen Eingang, doch war dieser mit einer großen eisernen Türe wohl verwahrt. Meister Wippe erstaunte immer mehr, je länger er alles das betrachtete. Er kannte nämlich die Gegend sozusagen auswendig, aber den Berg mit der eisernen Türe gewahrte er heute zum ersten Male. Das, meinte er, gehe nicht mit rechten Dingen zu, glaubte auch bereits, dass der Berg vielleicht bloß seinethalben hingestellt sei. Er verzweifelte indessen schon, dass sein Scharfsinn den Weg hineinfinden werde, als auf einmal die eiserne Türe sich von selber auftat. War aber guter Rat schon zuvor teuer gewesen, so war es nun erst recht. Wenigstens gab es tausend und mehr Fragen, worauf Meister Pippa vor dem Hineingehen gern Antwort gehabt hätte. Zum Beispiel, wer wohl den Berg hingestellt habe, wie die Gäste darin behandelt würden und so weiter. Doch die mit unzähligen Kerzen erhellten Gewölbe, die er jetzt entdeckte, waren so schön und sauber, dass er ausrief, »Nein, ein hässlicher, unsauberer Geist kann hier unmöglich hausen, und dass er meine Wenigkeit nicht verschmäht, davon zeugt wohl das Aufspringen der Türe, weil ich ja, so hell der Vollmond auch scheint, in der ganzen Gegend keinen Menschen weiter erblicke. In des Himmels Namen denn!« Gleichwohl sah er sich bei jedem Schritte weiter in die Höhle hinein auf allen Seiten um, ob vielleicht irgendwo etwas Unheimliches im Anzuge sei. Auch wäre das bange Klopfen seines Herzens gewiß weit hinaus in die Nacht erklungen, wenn das Stottern seiner Knie solches nicht überboten hätte. Wohl 6 Gewölbe mochte er bereits im Rücken haben, als er in einem von künstlichen Sonnenstrahlen beleuchteten Garten gelangte, den kein Maler so schön zu malen vermocht hätte. Da gab es Blumen und Früchte aller Jahreszeiten und aller Weltteile, und schon hatte er, fast ohne zu wissen, dass es geschah, seine Taschen mit Aprikosen, Kokosnüssen, Ananas und anderen köstlichen Esswaren ziemlich voll gefüllt,
als er erst daran dachte, dass ihm niemand Erlaubnis dazu gegeben. Indem er aber noch in Zweifel stand, ob das Beste sei, das Hasenpanier zu ergreifen oder nicht, da fiel ihm ein großer Marmorpalast ins Auge, und aus diesem heraus trat eine Jungfrau, so wunderschön, dass er wie bezaubert dastand und schwerlich von der Stelle gekonnt hätte, wenn auch die unbeschreibliche Milde ihres Angesichtes nicht gewesen wäre. Die Jungfrau trug eine goldene Krone auf ihrem Haupte, deren Glanz von dem hellgelben Haare ringsum noch weit übertroffen wurde. Meister Wipper war schon im Begriff, ihr zu Füßen zu fallen, als er mit tausend Schrecken bemerkte, dass sich dergleichen nicht tun ließ, maßen die Jungfrau keine Füße hatte, sondern ihr Leib, was ihm zeither von der gewaltigen Schönheit des Antlitzes entgangen war, in eine hässliche Schlange ausging und sich in mehrere Ringel aufrollte. Sein Schrecken verschwand jedoch, als jetzt ihre Stimme, lieblich wie der Klang einer Harfe, ihn als so anredete. »Gott zum Gruß, Fremdling, allem Ansehen nach bist du wenig bemittelt. Da mir's nun an Gütern nicht ermangelt, so nimm ein kleines Willkommen von mir an.« Dazu faßte sie ihn bei der Hand und führte ihn vor eine große eiserne Truhe. »Fürchte nichts«, sagte sie, als beim Lärm, den ein paar daneben liegende schwarze Ungeheuer erhoben, der Schneider sich mit aller Gewalt loszureißen suchte. »Still«, rief sie den Ungeheuern zu, und im Augenblicke wurden Lämmer aus ihnen und schwänzelten um den Meister herum, der sich jedoch, trotz dem guten Anscheine, den Rücken freizuhalten suchte. Als nun die Jungfrau den Deckel der Truhe aufhob und ein unübersehlicher Vorrat von funkelnagelneuen harten Silbertalern vor dem Schneider lag, da dachte der in seinen Gedanken, »Wollte doch der Himmel, dass ich mir davon nach Gefallen einraffen dürfte.« Und kaum gedacht, bekam er auch schon die Erlaubnis hierzu. Da war denn der Meister nicht faul und stopfte alle seine Taschen voll, wobei er sich nicht wenig ärgerte, dass die Früchte, mit denen er sich beladen hatte, schon den größten Teil des Raumes einnahmen, den er weit vorteilhafter mit Silber hätte anfüllen können. Gleichwohl scheute er sich, dieselben von sich zu tun und so zu zeigen, was er ungebührlicherweise abgebrochen hatte. Als nun seine Taschen schon übervoll waren und er immer noch sich bemühte, Taler hineinzupfropfen, da sagte die Jungfrau, »Mit Maße, mein Freund, damit wenigstens noch ein Plätzchen übrig bleibe.« Allein Meister Wipper versetzte mit Lachen, »Wenn ihr weiter keine Sorge habt, so lasst doch die. Gern will ich allen Raum in meinen Taschen euren köstlichen Silbermünzen abtreten.« »Nach Gefallen«, sprach die Jungfrau, »nur hüte dich etwas von dem aus meinem Hause und Garten genommenen wieder mit Vorsatz wegzutun oder zu verlieren. Denn die Erdgeister, die in diesen Räumen Ärger als sonst wo schalten, legen dergleichen für Verachtung oder Vernachlässigung aus und könnten dir leicht alles wieder abnehmen, ehe du mein Gebiet verlassen hast.« Hierauf führte sie ihn denn zu einer anderen Truhe, vor der abermals schwarze schnaubende Untiere lagen, die jedoch, wie die ersten, flugs durch sie zahm und demütig gemacht waren. Aber wie erschrak Meister Wipper, als der Deckel aufging und eitel Goldmünzen ihm entgegenglänzten. Auch die Jungfrau ihm dieselbe Erlaubnis wie bei den Silbernen erteilte. Der arme Schneider! Sein Leben lang hatte er das Gold nur dem Namen und Ansehen nach gekannt und vorhin gar nicht daran gedacht, am allerwenigsten aber, dass es für ihn gewachsen sein könne. Nun hatte er doch die Warnung, sich mit Silber nicht allzu sehr zu übernehmen, in den Wind geschlagen. Seine Taschen fassten durchaus nichts mehr, daher er denn, was er konnte, in die Fäuste nahm. »Gräme dich nicht«, sagte hierauf die Jungfrau, die seine Gedanken aus der Miene erraten mochte. »Vielleicht können doch alle diese Schätze nächstens dein werden.« »Mein«, rief der Schneider aus, und die Freude brachte ihn so zur Vergessenheit seiner selbst, dass er seinen Arm um den Leib der Gönnerin legte. Aber ein Hieb mit dem Schlangenschwanze, und er schrie sogleich vor Schmerz laut auf, ließ auch die Goldstücke dazu aus der Hand fallen. Da kribbelte und wibbelte auf einmal ringsrum alles von kleinen Erdgeistern, die mit dem grimmigsten Gebärden auf ihn zurannten, und doch durch einen gebieterischen Wink der Jungfrau augenblicklich wieder davongejagt wurden. Sie gebot ihm hierauf, die verlorenen Goldstücke sorgfältig zu sammeln, damit nicht in ihrer Abwesenheit die Kleinen ihre Gewalt doch noch an ihm auslassen möchten. Übrigens, fügte sie, indes er den Befehl ausrichtete, hinzu, gibt es vielleicht ein Mittel für dich, auch, gleich mir, dieses Gesindels Meister zu werden. Du musst wissen, dass ich die Tochter eines gewaltigen Königs bin. Ein fremder Prinz warb um meine Hand.
Allein ich erfuhr, daß er andere Liebeshändel hatte und mit Trug und List gegen die Weiber umging. Daher schlug ich ihm alles rund ab. Zum Unglück aber ist er ein Zauberer, und da hat er mich hierher entführt und durch seine Verwünschung die untere Hälfte meines Leibes in ein abscheuliches Untier umgewandelt. In dieser Gestalt soll ich Elende so lange verweilen, bis ich mich entschließe, ihm die Hand zu geben, oder bis ein reicher Junggeselle mich dreimal geküsst hat. Die Nacht nach dem Vollmonde stellt sich zu diesem Ende gewöhnlich ein Berg hinaus, dessen eiserne Türe in mein Haus führt und jedes Mal aufgeht, sobald ein Unverheirateter sich ihr naht. Ach, schon sind der jungen Leute viel hier gewesen, aber teils machten sie den Versuch, ohne dazu berechtigt zu sein. Teils haben sie sich davor warnen lassen. Denn solltest du ebenfalls Lust zur Lösung meines Zaubers bezeigen, so muß ich dir, wie jedem, voraussagen, daß, wenn du die Reinheit und Ehrlichkeit deines Junggesellenstandes nicht gehörig in Obacht genommen hast, du besser alle Versuche vermeiden magst, weil sie dir dann nur große Ungelegenheit zuziehen könnten. Dagegen verspreche ich dir Hand und Herz, falls damit alles seine Richtigkeit haben sollte. Von welch einem Stande du sein magst, mein Purpur deckt alles Niedere auf immer zu, da ich die Erbin eines ungeheuren Reiches bin und sogleich nach erfolgter Entzauberung dich zu meinem Gemahl erheben werde. Der Schneider war außer sich vor Freude, denn schon war es ihm, als ob die Prinzessin mit allen ihren Kisten und Kasten und Kronen und Thronen sein eigen wäre. Er glaubte nämlich, die erforderliche Reinheit zu besitzen, machte auch sogleich Anstalt zum ersten Kusse. Doch verbat er sich zuvor alle Einmischungen des Schlangenschweifes. »Besorge nichts«, antwortete die Prinzessin. »Was vorhin geschah, war Bestrafung des Vorwitzes. Jetzt aber, wo es ernste Dinge gibt, jetzt magst du ganz getrost zum Werke schreiten und dich nicht abschrecken lassen, wie viel Widriges du auch während des Kusses an mir wahrnehmen solltest.« Hierauf neigte den Meister Wipper in aller Demut und Bescheidenheit seine Lippen nach ihrem Munde hinüber. Aber als ob die ganze Natur des unteren tierischen Teils ihres Leibes plötzlich auch in den menschlichen oberen Teil übergehe, so verzog sich bei dem Kusse das Gesicht der Prinzessin. Ihr Mund ging so weit auf, dass er sich gar nicht mehr ähnlich sah, und die Augen schossen Tigerblicke. Dabei schlugen sich die Hände gleich Krallen in die Schultern des Küssenden, so daß dieser seine Zuflucht zu einem andächtigen Vaterunser nahm, damit er wenigstens die Seele sichere, wenn es auch um seinen Leib geschehen sein sollte. Nach vollbrachtem Kusse war jedoch die Dame ganz das vorige liebenswürdige Wesen wieder. Sie freute sich, eine Station bis zu ihrer Erlösung zurückgelegt zu haben, und äußerte nur noch mit Seufzern den Wunsch, daß die anderen beiden ebenfalls bald und glücklich überstanden sein möchten. Meister Wipper, indem er jetzt die sanften, holden Züge ihres Gesichtes betrachtete, schalt sich nicht wenig wegen seiner Furchtsamkeit und machte hierauf zum zweiten Kusse alle Vorbereitungen. Hatte sich aber schon das erste Mal der Geist des Ungeheuers auch über die menschliche Hälfte der Dame verbreitet, so war dies jetzt noch viel mehr der Fall. Die zwei Perlenreihen in ihrem Munde schienen dreimal so lang geworden zu sein und fletschten über das ganze Gesicht herüber. Dazu rissen ihre Hände den armen, totenbleichen Schneider dergestalt hin und her, als wäre er ein Pflaumenbaum gewesen, den ein Riese schütteln wollte, so daß er das Mal auch gar nicht wußte, ob der Kuß vorüber sei und er das Zeitliche bereits mit dem Ewigen verwechselt habe, denn er fiel in eine tiefe Ohnmacht. Als er darauf wieder zu sich kam, ergötzte ihn zwar der Anblick des lieblichen Angesichts aufs Neue, aber der kaum überstandene Schock zuckte noch allzu heftig durch seine Glieder, und es fiel ihm die Ungelegenheit ein, mit der ihm die Dame gedroht hatte, wenn er ein Unwürdiger sein sollte. Da dachte denn unser Schneider also, beim ersten Kusse war es schon schlimm genug, beim zweiten kam ich durch den fürchterlichen Anblick ihres Rachens und der Wut, mit der sie mich zusammenrüttelte, in Gedanken bereits ums Leben. Wenn nun ihre Wut das dritte Mal wiederum steigt, was bleibt ihr da noch übrig, als mich wirklich zu zerreißen? Da hätte sie denn wegen der Ungelegenheit wirklich recht gehabt, denn ungelegener könnte mir schwerlich etwas kommen als ein böser, schneller Tod. Zugleich übersann er sein zeitheriges Leben noch einmal, und jetzt fand er, daß das Erfordernis, ein reiner, ehrlicher Junggeselle zu sein, verschiedene Auslegungen erleiden könne. Im Fall man nämlich die Reinheit der Gesinnung in Anschlag brachte, so war es mit ihm nicht ganz richtig. Denn Hädchen hatte er das gegebene Wort wirklich nicht gehalten.
freilich bloß aus Furcht vor der Ordnungsliebe und den gewöhnlich sehr gerechten Vorwürfen des Mädchens. Die Sache blieb indessen immer, mochte der Grund auch sein, welcher es wollte. Zwar kränkte sie ihn tief in der Seele, dass er das große Glück von der Hand lassen sollte. Aber besser ist doch besser, dachte er, sah die Prinzessin wehmütig an und sagte, »Ade, Allerschönste, mit eurer Ungelegenheit habt ihr mir einen allzu argen Floh ins Ohr gesetzt.« Als er nun wirklich davonging, so begann die Prinzessin zu weinen und zu wehklagen und sprach, »Warum, du loser Knecht, hast du meine fürstlichen Lippen zweimal entweiht, wenn du dich zu schlecht fühltest, das große Werk auszuführen? Warum hast du mich, die dich so hoch zu erheben dachte, als so tief erniedrigt? Warum?« Doch der Schneider aus Furcht, die Tränen und Vorwürfe der Schönen könnten ihn wohl doch noch zum dritten Kusse verleiten, eilte so schnell hinweg, dass ihre letzte Frage gar nicht bis zu seinen Ohren drang. »Will froh sein«, sagte er, »dass ich Taschen und Hände voll habe. Will damit eine hübsche Einrichtung anfangen und Gesellen halten, die statt meiner arbeiten und mir aus der Welt recht wohl sein lassen.« Kaum aber hatte er es ausgeredet, als auch schon um ihn herum ein erschreckliches Getümmel von kleinen, höchstens eine Spanne langen Leutchen entstand, in deren einer ihm ein Goldstück, das der Meister vorhin beim Wiederaufsammeln des Verlorenen übersehen hatte, vor Augen hielt und ihn der Verachtung der unterirdischen Schätze zieh und deshalb zur Rede setzte. Dagegen wollte den Meister Bipper freilich vernünftige Vorstellungen machen. Allein diese gingen den Bürschchen zu einem Ohre hinein, zu dem anderen wieder heraus. Sie bestanden darauf, dass er Barschaft und alles aus dem Garten Genommene zurücklasse, und weil er sich hierzu nicht gutwillig verstehen wollte, so arbeiteten sie sich denn von allen Seiten an ihm hinauf, als ob er eine Kletterstange gewesen wäre. Einige knippten ihn in die Waden, indes andere nach Taschen und Schultern krochen und kratzten und stießen. Und wenn er einige abgeschüttelt hatte, so saßen gar bald noch einmal so viele an ihm und drückten und zwickten und krallten und hämmerten dermaßen auf den armen Kreuzträger los, dass er vor Schmerzen laut aufschreien mußte. Und je mehr er schrie, desto mehr von dem kleinen Geschmeiß rannte herbei, um an dem Spaße teilzunehmen. Sie waren von allen Ständen und Altern und ganz wie die Menschen aus der Oberwelt beschaffen, nur dass sie eine überaus kleine, zum Teil winzige Statur hatten. Besonders peinigte ihn einer in ritterlicher Tracht, der aus seiner Nase ritt und dazu von beiden Seiten mit den Sporen einhieb, als ob er in einem Tage bis ans Ende der Welt zu reisen gedachte. Mochte auch Meister Bipper schütteln, so viel er wollte, das Kerlchen war sattelfest wie kein anderer und schien Zeit seines Lebens diese Art zu reiten betrieben zu haben. Der Schneider, der seiner Angst kein Ziel mehr wußte, warf endlich in der höchsten Verzweiflung sämtliche Goldstücke aus den Händen, leerte auch seine Taschen völlig. Da ließen denn auf einmal die kleinen Leute von ihm ab, machten große Grabfüße, wünschten wohl zu leben und schlugen dazu ein so durchdringendes Gelächter auf, dass Meister Bipper es noch hörte, als er schon atemlos und erschöpft in die gewöhnliche Welt zurückgelangt war, wo der Mond der Sonne bereits Platz gemacht hatte. Zu Hause bekam der Schneider einen harten Kampf mit dem Wirt, der sich jedoch am Ende auf einige Wochen vertrösten ließ, weil er wohl einsah, dass aus dem Geräte des Schuldners nur wenig oder nichts zu lösen sein würde. Wovon aber die Zahlung dann machen? Wovon bis dahin leben? In der Verzweiflung über die Pein durch die kleinen Leute hatte er, nebst dem geschenkten Gelde, auch zugleich sein ganzes bisschen noch übriger eigener Barschaft weggeworfen. Dieser Verlust, verbunden mit den Merkmalen der ausgestandenen Marter an seinem ganzen Körper und besonders an den von den Sporen aufgerissenen Backen, überzeugte ihn auch, dass die Begebenheit kein bloßer Traum gewesen war, wofür er sie sonst wohl gehalten hätte. Ach, wenn er seinen trostlosen Zustand bedachte, so verwünschte er es tausendmal, den dritten Kuss nicht gewagt zu haben. »Trauen«, so rief er aus, »jetzo möchte ich mich selber zerreißen von wegen des Hasenherzens, das mir zugefallen ist. Wollte doch Gott, dass ich niemals auf den Gedanken geraten wäre, das trübselige Schneiderhandwerk zu erlernen. Denn zwischen Nadel, Schere und Bügeleisen scheint der Fluch groß gewachsen zu sein, der mir den Weg zu meinem Glücke vertreten hat. Ich könnte der Mann einer wunderschönen Fürstin werden. Und da steht der feige Schelm an, ein Leben daran zu wagen, das er entweder gar nicht mehr oder doch nur in Schande, Elend und Kerker behaupten kann.« Der Gedanke machte den Meister ganz tiefsinnig
und der nächste Vollmond war noch seine einzige Hoffnung, wo er sich ein Herz fassen, den Berg wieder aufsuchen und den dritten Kuss zustande bringen wollte. Inzwischen sah er, wie er seinen Mund teils mit Borgen, teils mit Bekannten durchbrachte. Das Bild der schönen Prinzessin stand mit ihm auf und ging mit ihm zu Bette, bis endlich die Nacht anbrach, in der die leidhafte Prinzessin selbst an die Stelle des Bildes treten sollte. Um ja nicht noch einmal unverrichteter Dinge abzuziehen, predigte er seinem stark klopfenden Herzen ohne Aufhören von der Tugend des Mutes und dem Laster der Feigheit vor. Trotzdem aber rieselte ihm, als er ausging, um die Höhle aufzusuchen, ein ziemlich starker Schauer durch alle Glieder. Von den kleinen Leuten besorgte er zwar nicht, weil sie auch neulich sogleich nach dem Empfange der unterirdischen Güter ihrer Wege gegangen waren. Desto fürchterlicher aber stellte er sich die Gebärde der Prinzessin beim dritten Kusse vor. Er überwand jedoch alle Scheu und ging auf die ihm wohlbekannte Gegend geradezu. Aber wer nicht da war, das war der Berg mit der eisernen Türe. Nirgends entdeckte er ihn, so dass er glauben mußte, die Prinzessin sei ihm völlig verloren, und habe in der Verzweiflung über ihre trostlose, hilfsbedürftige Lage doch noch den Zauberer geheiratet, der die Schlangenhälfte angehext hatte. Meister Wipper stand jetzt wiederum auf dem Flecke, worauf es seit kurzem schon verschiedentlich sich befunden. Eine benachbarte Buche streckte ihren stärksten Nebenast so tief zur Erde herab, als ob sie ihm zu einem besseren Leben den Arm reichen wolle. Wirklich hatte er auch bereits sein Schnupftuch zur Hand genommen und es um den Hals geschlungen, als sein banges Herz den Entschluss wie gewöhnlich entzweischlug. Vielleicht war ihm das mal unter anderem auch der Umstand hinderlich, dass er in einiger Entfernung das Lachen der kleinen Leute zu vernehmen glaubte, worin er sie durch seinen Tod nicht bestärken wollte. Ohne zu bedenken, dass dergleichen leichtfertiges Gesindel im Schlafe der Menschen oftmals den stärksten Einfluss auf diese äußert, legte er sich daher ins Gras nieder und geriet gar bald vor Ermüdung in ziemlich tiefen Schlummer. Da träumte ihm denn, dass die unterirdische Prinzessin, wer weiß durch welchen Zufall, statt des Schlangenschwanzes, vor der Hand vermutlich nur erst zum Scheine, wieder Beine bekommen und aus Liebe zu ihm ihre Höhle verlassen habe und sich in Hädchens Anzuge zeige, um ihm den dritten gefürchteten Kuss zu erleichtern. Obschon die Sache im Garten von Hädchens Eltern vorfiel, auch das Mädchen der Prinzessin Züge nicht verleugnen konnte, bezeigte sie doch großen Unwillen, als der Meister sie bei ihrem vornehmen Namen nannte und sagte, »Ich bin nicht mehr, als wofür ich mich ausgebe, und wer etwas anders in mir sieht, der mag mich mit seiner Anrede ungehudelt lassen.« »Aha«, dachte da der Schneider, »vermutlich will sie dich prüfen, ob du auch sie selber und nicht ihren hohen Stand allein liebtest.« und tat daher von nun an ganz, als sei es Hedwig, vollbrachte den Kuss glücklich und drang dann auf recht baldige Trauung. Das größte Rätsel fand er darin, wie sie gerade an Hedchens Eltern gekommen war, und dass diese sich die Sache so gutmütig gefallen ließen und die Komödie so ohne Anstoß mitspielten, als ob die Prinzessin wirklich kein Mensch anders als ihre Hedwig sei. Das Hochzeitsfest ging auch vor sich, und Meister Wipper führte die Braut am Abend in seine geringe Wohnung. Am folgenden Morgen aber, als er erwachte, dass er plötzlich alles verwandelt und die Prinzessin den Fürsten brachte neben sich, aus dem ebenfalls ein reicher Anzug einen ganz anderen Menschen gemacht hatte. Die hohen, weit hinlaufenden Wände glänzten von Gold und Elfenbein, und das erste Wort der Prinzessin war, »Nun, Hänschen, bist du mit mir zufrieden?« Die Antwort war dem jedoch durch das in demselben Augenblicke erfolgende Aufwachen erspart. Nach so köstlicher Aussicht fand er sich unter der Buche, deren Leitung ihn ein besseres Leben er vorhin beinahe angenommen hätte, noch immer liegen und seinem Zustande nur insofern geändert, als inmittels der Morgen angebrochen war. Der Traum war indessen dem Meister viel zu bedeutsam, um sich seiner sofort zu entschlagen. Wie manchem, so tröstete er sich, hat das Glück nicht schon im Traume den Weg gezeigt, worauf es ihn zu finden denkt, und einen Versuch ist der Wink schon wert. Mit Hädchens Eltern war er freilich zerfallen, so dass sie sicher große Augen machten, wenn er ihre Schwelle wieder betrat. »Meinetwegen, hat der Traum nicht gelogen, so sind sie auf alles vorbereitet«, sagte er und ging geradenwegs auf den ihm gar wohlbekannten Garten zu. Durch ein Astloch in der Brettwand sah er sofort, dass sich alles nach Wunsche verhielt. Er sah die leibhaftige Prinzessin in Hedwigs Anzuge vor einer Laube sitzen und stricken.
Da ihm noch in frischem Andenken war, wie übel es ihm die hohe Person im Traume genommen hatte, als er sie nicht sogleich für Hähnchen selbst hatte halten wollen, so nahm er sich vor, ihr diesen Verdruß im Wachen zu ersparen, ging hinein und sagte: »Guten Morgen, schönes Hähnchen. Alte Liebe rostet doch nicht, und ich komme jetzt, dich wegen meines Vergangenen um Vergebung zu bitten.« »So?« versetzte das Mädchen. »Nun du allerwärts herumgefragt hast und überall mit langer Nase abgezogen bist, nun soll Hähnchen doch wieder gut genug sein?« »Nein, mein Schöner, daraus kann nimmermehr etwas werden.« »Ei«, dachte Meister Pepper, »die spielt ja Hähnchen so ohne Anstoß, dass, kennt ich ihr Gesicht nicht allzu gut, ich selber irre daran werden würde.« Je fester er aber überzeugt war, die Prinzessin vor sich zu haben, desto leichter wurden ihm die süßen Worte, so daß auch das Mädchen, trotz der gegebenen abstäbigen Antwort, gar bald anderen Sinnes ward, ihn selbst bei den Alten einführte und diesen vorschlug, der früheren Unbilden keine Erwähnung zu tun. Lange war Meister Wipper nicht so wohlgemut zu Hause angekommen als das Mal. »Ade, du Dachstübchen, ade, du trauriger Schneidertisch«, rief er aus. »Endlich sehe ich mich doch am Ziel meiner Wünsche. Endlich werden meine Hände einmal der verhaßten Nadel und Scheren entraten können.« Um dieses Ziel noch mehr zu beschleunigen, ließ er auch gar nicht eher nach, als bis das Aufgebot in der Kirche geschah und alle anderen Vorbereitungen getroffen wurden. Hedwigs Eltern schienen übrigens wirklich, so wenig als ihre Verwandten und Bekannten, zu wissen, dass sie ein ganz anderes Mädchen als ihre Tochter vor sich hatten, die nach des Bräutigams Vermutung unfehlbar durch Zauberkräfte einstweilen aus dem Hause geführt worden war. Übrigens nahm es Meister Wippern umso mehr Wunder, da die Prinzessin doch ganz anders als die Abwesende aussah. Im Betragen wußte sie sich übrigens der Schneiderstochter völlig gleich zu zeigen, und hielt dem Bräutigam gar oft seinen Unfleiß vor, behauptend, dass er als ihr Ehemann ein ganz anderer Mensch werden müsse. »Freilich, ein ganz anderer Mensch«, pflegte er da lächelnd zu sagen und konnte die Zeit kaum erwarten, wo er bis dahin gekommen sein würde. Bei der Hochzeit ging es für die Kräfte der Schneidersfamilie gar hoch her, und als Wipper abends mit der Braut in seiner Behausung anlangte, da freute er sich schon kindisch auf das Erwachen und die Verwandlung am folgenden Morgen. Desto größer war sein Erstaunen, als er, wie es schien, von einem Gelächter aus dem Schlafe aufgeschreckt wurde, und zwar die Morgendämmerung, aber auch Dachfenster und Schneidertisch, mit einem Worte, das ganze alte Elend um sich herum erblickte. Das Gelächter schien sogar zuzunehmen und draußen vom Dache hereinzukommen. Sogleich sprang er aus dem Bette und nach dem Fenster. Allein ob er schon in den Worten »Wo seht euer fürstliche Gnaden?«, die ihm von draußen entgegenschollen, die Stimme des nämlichen kleinen Mannes, dessen Ritt auf seiner Nase ihm ewig in Andenken blieb, deutlich von den übrigen unterscheiden konnte, so gewahrte er doch nicht das Mindeste. Unstreitig waren die kleinen Leute in Nebelkappen, worin kein sterbliches Auge sie entdecken konnte, auf das Dach geklettert. »So lacht und schwatzt euch meinetwegen satt«, rief Meister Wipper, warf das Fenster zu und legte sich wieder zu Bette in der Meinung, dass das neckische Gesindel ihn zu früh aufgeweckt habe und das glücklichere Erwachen schon noch folgen werde. Allein kaum mochte er wieder eingeschlafen sein, als ein heftiges Rütteln ihm durch den ganzen Körper fuhr. »Nun, Siebenschläfer«, so rief die Frau ihm zu, »der Festtag ist vorüber, jetzt wird es endlich Zeit zum Arbeiten.« Da raffte sich Meister Wipper gähnend auf und rieb sich die Augen immer mehr und mehr, und der Mund blieb ihm offen stehen und die Schlafmütze fiel ihm vor Schrecken aus der Hand, als alle Zweifel verschwunden war, dass er, statt der Prinzessin, Hähnchen selber zur Frau bekommen hatte. Jetzt begriff er das Lachen der Kobolde, das sich aufs Neue draußen vernehmen ließ, völlig. Erst hatten sie ihm den Traum zugeschickt und dann auch im Wachen sein Auge so in der Betörung gehalten, dass ihm Hähnchen, die alle andere in ihrer wahren Gestalt sahen, fälschlich wie die verwünschte Prinzessin vorgekommen war. Nun mußte er sich wohl in alles ergeben, so sauer sie auch wurde. Für Arbeit hatte Hähnchens Vater schon gesorgt, und die Neuverehelichte ruhte und rastete nicht, bis er sich darüber hermachte und bis er nach und nach überhaupt die alte Arbeitsscheu ganz aufgegeben hatte. Ein strenges Hausregiment führte sie freilich. Als Meister Wipper aber in der Folge einsah, dass er sich weit besser als zuvor dabei befand
und dass er ohne einen solchen Arzt schwerlich zur Ordnung hätte gebracht werden können, da vergab er es den kleinen Leuten recht gern, dass sie ihn mit der Prinzessin so zum Besten gehabt hatten, pflegte auch seine Frau am liebsten seine Hausehre zu nennen, weil durch sie wirklich ganz allein die Ehre seines Hauses und seines Lebens gerettet worden war. Ich